Hallo Jan, schönen guten Tag. Sie haben mir geschrieben, Sie nutzen zum Übertragen von Daten von einem Tabellenblatt zum anderen oder von einer Excel-Arbeitsmappe zur nächsten Excel-Arbeitsmappe den S-Verweis. Und dann würden Sie an Stellen, wo die Zellen leer sind, eine Null bekommen. Also ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie meinen. Ich kann mir das einfach nur so vorstellen. Sie haben jetzt zum Beispiel hier eine Tabelle mit Ihren Mietern, so eine Übersicht. Und Sie wollen das hinterher als Gesamteinnahmen übertragen und wollen nicht mehr diese Details haben, wer die Wohnung gemietet hat und wie groß sie ist. Ich denke mal, das Problem liegt hier an dieser Stelle schon mal. Denn wenn ich hier rechne und sage, meine 80 Quadratmeter mal der Kaltmiete und gebe das weiter, dann bekomme ich hier an dieser Stelle 553. Da geht es schon mal los. Die Wohnung ist aber gar nicht vermietet. Da müssen Sie an dieser Stelle hier erstmal sagen, gleich wenn diese Zelle, wenn die leer ist, und leer machen Sie mit zwei Gänsefüßchen. Wenn die Zelle leer ist, dann lass sie bitte leer, sonst nimm bitte den Quadratmeterpreis mal den Quadratmetern und berechne das. Wenn ich das weitergebe, dann kriege ich hier an dieser Stelle schon mal eine Null. Beziehungsweise gar nichts. Sie wollen ja auch gar nichts haben. Wenn Sie das jetzt hier übertragen wollen, dann haben Sie gesagt, Sie machen das mit einem S-Verweis. Ich denke mal, das ist viel zu kompliziert, um wirklich Daten nur von A nach B zu übertragen, ohne große Auswertungen zu haben. Wenn die Tabelle hier gleich aufgebaut ist, dann brauchen Sie an dieser Stelle nur zu sagen, gleich, klicken hier auf die Tabelle, klicken die Zelle an, bestätigen das Ganze mit Enter und geben das nach unten weiter. Jan, ich weiß nicht ganz genau, ob ich nun Ihre Frage richtig beantwortet habe, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe, wieso Sie beim S-Verweis eine Null bekommen. Vielleicht können Sie mir noch mal ein besseres Beispiel schicken. Aber ich denke mal, wenn Sie wirklich nur die Daten von A nach B übertragen wollen, dann brauchen Sie überhaupt keinen S-Verweis. Sie müssen an dieser Stelle nur sagen, nimm doch bitte die Daten aus dem Tabellenblatt und das bestätigen. Und dann können Sie das auch in der kompletten Tabelle weiter runtergeben. Jan, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es Ihre Frage war, ob ich helfen konnte. Wenn nicht, schreiben Sie mich bitte wieder gerne an. Danke und tschüss.